Heute für euch 15 wichtige Handlungslöcher in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Handlungslöcher sprechen. Es sollte nicht überraschen, dass selbst im fesselnden Universum der Zauberer aufmerksame Leser und Zuschauer über verwirrende Handlungslöcher gestolpert sind. Diese Lücken in der Erzählung, in denen bestimmte Details der Logik zu widersprechen scheinen oder unbeantwortete Fragen offen lassen, haben unter Harry Potter-Fans lebhafte Debatten ausgelöst. In diesem Zusammenhang werden wir uns heute auf die Suche nach einigen der faszinierendsten Handlungslücken machen, die den Fans Kopfzerbrechen bereitet haben. Wir werden diesen Rätseln auf den Grund gehen, die Ungereimtheiten untersuchen und auch nach plausiblen Erklärungen oder Theorien dafür suchen, um diese Unstimmigkeiten zu klären. Für einige der häufigsten von Fans entdeckten Handlungslöcher existieren tatsächlich einfachere Erklärungen, als du vielleicht denkst. Legen wir direkt los. Nummer 1. Warum hat Lord Voldemort seine Todesser nicht einfach dazu gezwungen, den unbrechbaren Schwur abzulegen, um deren Loyalität zu gewährleisten? Der unbrechbare Schwur ist ein magischer Vertrag zwischen zwei Parteien, der einen bindenden Zauber verwendet. Dieser Zauber ist gefährlich, mächtig und birgt erhebliche Risiken, da eine der Parteien bei der Verletzung der Schwurbedingungen sofort stirbt. Interessanterweise wird dieser Zauber in der Harry Potter-Reihe erstaunlich selten verwendet. Ein besonders auffälliger Anwendungsfall, der vielen Fans in den Sinn kommt, ist die Frage, warum Voldemort ihn nicht einfach bei seinen Todessern eingesetzt hat. Schließlich waren sie seine Gefolgsleute, seine Handlanger, und es scheint keine effektivere Methode zu geben, sie zu kontrollieren, als die unmittelbare Bedrohung des Todes. Es gibt eine gute Möglichkeit und Erklärung für dieses offensichtliche Handlungsloch, aber ich bin immer noch der Meinung, dass der unbrechbare Schwur für Lord Voldemort eine sinnvolle Vorgehensweise gewesen wäre. Es könnte sein, dass Voldemort die Angst über die Loyalität stellte. Er war bekannt dafür, seinen Anhängern Furcht einzujagen, anstatt sich auf ihre tatsächliche Loyalität zu verlassen. Möglicherweise glaubte er, dass die Androhung von Strafe oder Tod ausreicht, um seine Anhänger bei der Stange zu halten, und dass der unbrechbare Schwur daher ziemlich unnötig war. Darüber hinaus könnte sein übermäßiges Ego ihn dazu gebracht haben, zu glauben, dass niemand ihm in die Quere kommen könnte. Seine außergewöhnliche Macht und sein Vertrauen in seine magischen Fähigkeiten könnten ihn dazu verleitet haben, zu denken, dass er seine Anhänger durch Mittel wie Legilimenzig oder ähnliches kontrollieren könnte und somit der unbrechbare Schwur nicht erforderlich war. Es ist jedoch zu beachten, dass der unbrechbare Schwur Personen wie Snape davon abgehalten hätte, Doppelagenten zu werden. Nummer 2. Warum hat niemand Peter Pettigrew auf der Karte des Rumtreibers bemerkt? Eine der größten Handlungslöcher in der Harry Potter-Reihe dreht sich um Rons Haustierratte Krätze, die sich später als Peter Pettigrew entpuppt. Ron schlief jede Nacht mit Krätze und trug sie ständig mit sich herum, was eigentlich auf der Karte des Rumtreibers im Besitz von Fred und George Weasley hätte sichtbar sein müssen. Die Zwillinge haben jedoch nie erwähnt, dass Ron mit einem Mann namens Peter Pettigrew zusammenlebte. Einige argumentierten, dass Fred und George möglicherweise nicht jeden Namen auf der Karte bemerkt haben könnten. Angesichts ihrer wilden Natur und ihrer Vorliebe für Streiche scheint es jedoch wahrscheinlich, dass sie sich oft genug nach Rons Aufenthaltsort erkundigt haben, um seinen unsichtbaren Freund Peter zu entdecken. Daher stellt diese Enthüllung eine offensichtliche Ungereimtheit in der Geschichte dar. Sicher, der Name Peter Pettigrew hätte für Fred und George nicht viel bedeutet, aber bei der ständigen Nähe zu ihrem Bruder hätten zumindest die Alarmglocken läuten müssen. Nummer 3. Warum gibt es überhaupt Türschlösser in der magischen Welt, wenn es auch einfach einen Öffnungszauber für Türen gibt? In der Harry Potter Geschichte stoßen unsere Protagonisten bei einigen Gelegenheiten auf Türschlösser. Und obwohl dies anfangs wie ein eher harmloses Detail erscheint, kann ich nicht umhin darüber nachzudenken, wie nutzlos Schlösser in der magischen Welt doch eigentlich sind. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass der Aufmachzauber Alohomora den Schülern bereits im ersten Jahr in Hogwarts beigebracht wird. Wenn praktisch jede Hexe und jeder Zauberer die Fähigkeit besitzt, Schlösser zu entriegeln, dann erscheinen diese Schlösser äußerst nutzlos, oder? Zudem scheint es in der Welt der Zauberer eine Vielzahl von Zauberern zu geben, die Türen entriegeln oder allgemein öffnen können, was die Sache doppelt verwirrend macht. Nummer 4.
Colin Creevy benutzt Muggeltechnologie in Hogwarts. In der Feuerkelch wird festgestellt, dass die Muggeltechnologie in der Schule nicht funktioniert, was bedeutet, dass die Schüler keine Telefone oder E-Mails verwenden können, um mit ihren Eltern zu kommunizieren. Angesichts dieser Information erscheint es jedoch rätselhaft, dass die Muggelkamera von Colin Creevy scheinbar einwandfrei funktioniert. Es ist möglich, dass ein Professor die Kamera verzaubert hat, damit Colin sich wohler fühlt und ihm erlaubt, seine Zauberererfahrungen festzuhalten, aber ich betrachte diese Möglichkeit mit einer gewissen Skepsis. Nummer 5. Wie kamen Fred und George an die Karte des Rumtreibers und vor allem an das Passwort? Die Karte des Rumtreibers wurde ursprünglich von James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew während ihrer Zeit in Hogwarts erschaffen. Seit ihrer Entstehung hat die Karte mehrmals den Besitzer gewechselt. Als Fred und George Weasley begannen, Hogwarts zu besuchen, stahlen sie die Karte von Argus Filch. Nachdem sie sie ausgiebig genutzt hatten, überreichten sie sie schließlich an Harry Potter. Bei der Übergabe der Karte teilten sie Harry das Passwort zur Aktivierung der Karte mit. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Wenn man mit dem Zauberstab auf die Karte tippt und das Passwort aufsagt, enthüllt die Karte ihre Geheimnisse. Darunter den Grundriss der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, den Aufenthaltsort aller Personen im Schloss und geheimen Gänge, die es ermöglichen, sich unbemerkt auf dem Schulgelände zu bewegen. Die Frage hier lautet, wie Fred und George das Passwort der Karte herausgefunden haben könnten. Da sie die Karte von Filch gestohlen haben, hätte ihnen vermutlich niemand das Passwort einfach so mitgeteilt. In der vorliegenden Situation gibt es keine erkennbare Erklärung dafür, wie die beiden das Geheimnis der Karte aufgedeckt haben könnten oder warum sie überhaupt als Gegenstand von Interesse aufgefallen wäre. Nummer 6. Die Spur in Harry Potter ist inkonsistent. Nachdem Harry zum ersten Mal einen Fuß in die Welt der Magie gesetzt hatte, wurde er wiederholt davor gewarnt, Magie außerhalb des Schulgeländes und vor Muggeln anzuwenden. Die Geheimhaltung der zaubernden Welt hing davon ab. Das Zaubereiministerium versuchte den jungen Hexen und Zauberern Disziplin beizubringen, indem es jede Anwendung von Magie in ihrer Nähe mit Hilfe eines Spurenzaubers verfolgte. Im Verlauf der Saga zeigte sich jedoch, dass diese Durchsetzungsmethode äußerst inkonsequent war. Wenn zum Beispiel Dobby oder Harry bei den Dursleys zauberten, wurde das Ministerium schnell informiert. Andererseits schien das Ministerium keine Reaktion auf die Spur zu zeigen, wenn Mitglieder des Orden des Phönix am selben Ort zauberten. Letztlich erwies sich der Spurenzauber als äußerst unwirksam, insbesondere weil er nicht in der Lage war, die Person, die die Magie gewirkt hatte, zu identifizieren. Nummer 7. Warum hat Harry Potter nicht Sirius Black im 5. Teil kontaktiert, anstatt zum Ministerium zu gehen? Während der gesamten Harry Potter-Reihe kommunizieren Harry und sein Patenonkel Sirius auf unterschiedliche Weisen. Doch als Harry sich Sorgen macht, dass Sirius in Gefahr sein könnte, greift er nicht auf diese etablierten Mittel zurück. In der Orden des Phönix sieht Harry in einer Vision, wie Sirius im Ministerium gefangen gehalten wird, und da er befürchtet, dass sein Freund in Gefahr ist, eilt er ihm leichtsinnig zur Hilfe. Diese unüberlegte Aktion führt dazu, dass Harry in die Fänge der Todesser gerät und Sirius sein Leben verliert. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die gesamte Tragödie vermieden hätte werden können, wenn Harry einfach eine alternative und bereits etablierte Kommunikationsmethode verwendet hätte. Bereits zu Beginn der Saga hatte Sirius Harry einen Zwei-Wege-Spiegel geschenkt, den er und Harrys Vater James während ihrer Schulzeit benutzten. Obwohl Harry später in der Saga ein Fragment des Spiegels verwendet, um mit Aberforth Dumbledore Kontakt aufzunehmen, wäre es vorteilhafter gewesen, ihn zu nutzen, um festzustellen, ob Sirius in Gefahr war, bevor er seinen Ängsten nachging. Obwohl in den Büchern erwähnt wird, dass Harry den Spiegel in seiner Eile vergessen hat, scheint es doch recht unwahrscheinlich, dass niemand zu irgendeinem Zeitpunkt daran gedacht hat, ihn zu benutzen. Wie alt ist eigentlich Professor McGonagall? Diese spezielle Frage führt uns tatsächlich in das Universum der fantastischen Tierwesen zurück. Basierend auf den in den Büchern dargestellten Zeitlinien war es weithin angenommen, dass Professor McGonagall im Jahr 1935 geboren wurde. Ihr Erscheinen in einer Szene in Hogwarts im Jahr 1910, wie es in Grindelwalds Verbrechen gezeigt wird, hat jedoch alle ein wenig verwirrt. McGonagall wurde vermutlich Ende der 1880er Jahre geboren, aber ihre Verlobung im Alter von 18 Jahren mit einem Muggel, der im Krieg gefallen ist, scheint diese Schätzung in Frage zu stellen. Derzeit gibt es keine vernünftige Erklärung für diese Unstimmigkeit. Sirius Black und der Vielsafttrank. Obwohl es Sirius Black gelang, seinen Namen in den Augen seiner engsten Vertrauten zu rehabilitieren, konnte er seine Unschuld vor der gesamten Zaubererwelt nicht nachweisen.
Als Folge wurde er im Grimmer Place eingesperrt, beziehungsweise nicht eingesperrt, aber versteckt gehalten und konnte sich nicht den anderen Zauberern im Kampf des Ordens gegen Voldemort anschließen. Frustriert brach er manchmal die Regeln seiner Bedecktheit und verwandelte sich in seine Hundeform, um Harry zu besuchen und der Enge des Hauses zu entkommen. Sirius war jedoch vorsichtig, da das Ministerium von seiner Hundegestalt wusste und er vermeiden musste, wieder nach Azkaban geschickt zu werden. Obwohl die Verwandlung in seine Hundegestalt zweifellos eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme war, gibt es eine andere Methode, die Sirius hätte erforschen können und die angemessener erscheint, und zwar den Vielsafttrank. Der Vielsafttrank, mit dem man seine körperliche Form verändern kann, ist anscheinend nicht übermäßig kompliziert herzustellen. Selbst Schüler mit minimaler Ausbildung scheinen ihn zu beherrschen und hat die Fähigkeit, jeden anderen Zauberer zu täuschen. Sirius hätte leicht die Gestalt eines anderen Ordensmitglieds annehmen können und wäre weitgehend unbemerkt herumgereist. Warum Sirius diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hat, bleibt mir ein Rätsel. Harry Potter und die Testrale. Ein Testral ist eine geflügelte Pferderasse mit skelettartigen und reptilienartigen Merkmalen. Diese Pferde, wenn man sie so nennen kann, ziehen die Kutschen in Hogwarts und sind nur für diejenigen sichtbar, die den Tod miterlebt haben. Harry erblickt diese Kreaturen erstmals zu Beginn seines 5. Schuljahres, nach dem Tod von Cedric Diggory. Fans haben jedoch darauf hingewiesen, dass Harry die Testrale bereits früher hätte sehen sollen. In der Feuerkelch, nach dem Ende des Trimagischen Turniers und nachdem Diggory bereits gestorben ist, sieht Harry die pferdelosen Kutschen. Theoretisch hätte er die Testrale zu diesem Zeitpunkt schon sehen können, aber sie werden erst im nächsten Buch für ihn sichtbar. J.K. Rowling hat selbst diese Diskrepanz angesprochen und erklärt, dass eine Person den Tod vollständig verinnerlichen muss, um die Testrale zu sehen. Jeder hat mir gesagt, dass Harry Menschen sterben sah, bevor er die Testrale sehen konnte. Nur um das ein für alle Mal klarzustellen, das war kein Fehler. Harry hatte den Tod seiner Eltern nicht miterlebt. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt und lag in seinem Kinderbett. Er hat es nicht gesehen, er war zu jung, um es zu begreifen. Wenn man etwas über die Testrale herausfindet, stellt man fest, dass man sie nur sehen kann, wenn man den Tod in einem weiten Sinne versteht, wenn man wirklich weiß, was er bedeutet. Jemand sagte, Harry habe Quirrell sterben sehen, aber das stimmt auch nicht. Er war bewusstlos, als Quirrell starb im Stein der Weisen. Und dann ist da noch Cedric. Das mit Cedric ist ein gutes Argument. Harry hatte Cedric gerade sterben sehen, als er wieder in die Kutsche stieg, um zum Bahnhof von Hogsmeade zurückzukehren. Daran habe ich am Ende des Kelches gedacht, weil ich von Anfang an wusste, was die Kutschen gezogen hat. Seit der Kammer des Schreckens, in der es Kutschen gibt, die von unsichtbaren Dingen gezogen werden, weiß ich, was dort war. Ich habe beschlossen, dass es seltsam wäre, dies am Ende eines Buches zu tun. Jeder, der einen Trauerfall erlitten hat, weiß, dass es einen unmittelbaren Schock gibt, aber dass es eine Weile dauert, bis man begreift, dass man diese Person nie wiedersehen wird. Solange das nicht geschehen ist, habe ich nicht geglaubt, dass Harry die Testrale sehen kann. Neville Longbottom und die Dementoren. Eine weitere Unklarheit in Bezug auf Harrys Erinnerungen an seine Vergangenheit tritt auf, als die Dementoren im Hogwarts-Zug erscheinen. Während die meisten Kinder sich in ihrer Anwesenheit kalt und elend fühlen, erlebt Harry eine viel intensivere Reaktion. Er hört jemanden schreien, bricht zusammen und benötigt die Hilfe von Professor Lupin, um den Dementor zu vertreiben. Es wird erklärt, dass Harry tief betroffen ist, weil er in seiner Vergangenheit wahre Schrecken erlebt hat und die Schreie, die er hört, eine Erinnerung an den Tod seiner Mutter sind. Diese Erklärung ist logisch, wirft jedoch die Frage auf, warum Neville, der ebenfalls ein tragisches Ereignis in seiner Kindheit erlebt hat, nicht ähnlich im Zug reagiert. Nevilles Eltern wurden durch den Cruciatusfluch in den Wahnsinn getrieben, als er gerade 16 Monate alt war, was fast dem Alter entspricht, in dem Harry den Tod seiner Eltern erlebte. Darüber hinaus besuchte Neville sogar seine Eltern im St. Mungus, wurde Zeuge ihres Zustandes und wusste, was mit ihnen geschehen war. Man könnte annehmen, dass dieses Maß an Entsetzen ausreichen würde, um Neville auch in der Gegenwart von Dementoren zu beeinflussen. Der Zeitplan für den Portschlüssel. Während der Quidditch-Weltmeisterschaft nutzten Harry und die Weasleys einen Portschlüssel, einen alten Stiefel, um die Veranstaltung zu erreichen. In der gesamten Zaubererwelt gibt es zahlreiche Portschlüssel, die bestimmte Aktivierungszeiten vorgeben. Der Portschlüssel, den Voldemort benutzt, um Harry zum Trimagischen Turnier zu bringen, muss jedoch so verzaubert worden sein, dass er nur innerhalb des Labyrinths funktioniert. Da Voldemort unmöglich wissen konnte, wann Harry den Pokal erreichen würde, stellt sich die Frage, wie der Portschlüssel zeitlich korrekt gesteuert werden konnte.
Manche Portschlüssel haben vielleicht ein größeres Zeitfenster, aber die Portschlüssel für die Weltmeisterschaft hatten ein kleines Zeitfenster, um Muggel daran zu hindern, sie zu benutzen. Der Portschlüssel für den Trimagischen Pokal hatte wahrscheinlich ein größeres Zeitfenster, um die Zeit der Teilnehmer im Labyrinth zu gewährleisten. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Was genau hinter den Portschlüsseln und ihren Zeitfenstern steckt, bleibt ein Rätsel. Warum hat das Zaubereiministerium Veritaserum nicht verwendet? Das Veritaserum, welches dem Trinker die Wahrheit entlocken kann, ist einer der mächtigsten Zaubertränke in der Welt der Zauberer. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund wird er in der Geschichte viel zu wenig eingesetzt. Dieser Trank könnte dem Zaubereiministerium bei der Lösung einer Vielzahl von Problemen von großem Nutzen sein. Zum Beispiel hätte dieses Wahrheitsserum nach dem ersten Zaubererkrieg bei den Prozessen gegen bekannte Todesser eingesetzt werden können. Einige entkamen der Inhaftierung, indem sie behaupteten, unter dem Imperiusfluch zu stehen, während andere wie Sirius Black zu Unrecht verurteilt wurden. Der Einsatz von Veritaserum hätte jeden Zweifel ausräumen können. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, da ich bereits ausführlich erklärt habe, warum Veritaserum so selten verwendet wurde. Aber wenn ihr neugierig seid, könnt ihr gerne das Video dazu anschauen. Warum ist Sirius Black nicht früher aus Azkaban entkommen? In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban erfährt Harry, dass ein gefährlicher Mörder, Sirius Black, aus dem Gefängnis von Azkaban geflohen ist, um ihn zu töten. Obwohl Sirius' Beweggründe zum Höhepunkt des Filmes hin klarer werden, bleibt eine Sache unklar. Warum hat er sich entschieden, so lange im Gefängnis zu bleiben? Fans der Filme und Bücher wissen, dass Sirius seine Animagus-Form, einen großen schwarzen Hund, benutzt hat, um zu entkommen. Er hat absichtlich abgenommen, sich dann verwandelt und sich durch die Gitterstäbe des Gefängnisses gezwängt. Das wirft jedoch die Frage auf, warum er das nicht schon früher getan hat, denn die Verwandlung in seine Tiergestalt scheint relativ einfach zu sein. Sirius hätte das Gewicht leicht in ein paar Wochen abnehmen können. Warum also jahrelang in Azkaban bleiben? Ein Argument dafür, warum Sirius in Azkaban geblieben wäre, ist, dass er keine Möglichkeit gehabt hätte, seine Unschuld zu beweisen. Nachdem er jedoch Pettigrew auf dem Foto der Familie Weasley in der Zeitung gesehen hatte, hätte er dies als Gelegenheit gesehen, seine Freiheit wiederzuerlangen und seine Unschuld zu beweisen, was ihn zur Flucht hätte motivieren sollen. Und Nummer 15. Warum war Cho Chang bei der Schlacht von Hogwarts dabei? Im Feuerkelch lernen wir Cho Chang kennen, eine Schülerin im fünften Jahr, die sich mit Cedric Diggory einlässt und sich später Dumbledores Armee anschließt. Sie entwickelt auch eine romantische Beziehung zu Harry. Interessanterweise ist Cho trotz ihres Abschlusses von Hogwarts in Harry Potter und der Halbblutprinz während der Schlacht von Hogwarts immer noch in der Schule anwesend. Das wirft die Frage auf, warum sie immer noch dort ist, zumal sie in einer Schuluniform steht. Die Antwort auf dieses Handlungsloch hängt davon ab, welche Version von Harry Potter man sich anschaut. Das Buch oder den Film. In den Büchern kehrt Cho nach Hogwarts zurück, nachdem sie eine Nachricht von Dumbledores Armee erhalten hat, und sie appariert dann in Hogsmeade, um anschließend durch Arianas Porträt Hogwarts zu betreten und sich dem Kampf anzuschließen. In den Filmen hingegen ist Cho Chang im selben Jahr wie Harry, weshalb sie bei dem Kampf sowieso anwesend gewesen wäre. Und das war's. Was haltet ihr von diesen Handlungslöchern? Habe ich vielleicht welche vergessen, die unbedingt auf diese Liste müssen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo und ein Like da, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.